Scheiße, es war Kürbisnachten. Kriegstraktor, der Unfahrbare. Der populärste Feiertag ist immer noch Kürbisnachten. Aber in diesem Jahr wird es ganz besonders gespenstisch. Log dich bei Livestream ein. Oh fuck, falsches Video. Trash-Faktor, das Fassbare kehrt zurück. Wir leben in einer Welt, in der Tatsachen und Wirklichkeit nah beieinander liegen. Präsentiert nicht von Jonathan Frakes. Ganz schön scheiße. Ich bin mir sicher, dass Sie etwas anderes erwartet haben. Unsere Augen haben dem Gehirn falsche Informationen. Unsere Augen haben dem Gehirn falsche Informationen geliefert. Viele von Ihnen wissen, was das hier ist. Eine grausige Sendung. Heute sind 36% aller Deutschen deutsch. Alex war das, was man gemeinhin als eher spaßlichen jungen Mann bezeichnen würde. Hallo Frau Kohl, hör wohl. Sie hört nicht so gut. Hallo Frau Kohl! Auf der ganzen Strom war die Station ausgefallen. Alex beschloss, nach dem Spasten zu suchen, um das Problem zu lösen. Was machen Sie denn hier? Moin, moin meine aktiven Freunde. Das war mehr als nur unheimlich. Was hatte der Heizraum in der alten Frau verloren? Alex beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Sein Weg führte ihn zuerst zu Frau Kohl, die allerdings unmöglich Frau Kohl sein konnte. Da Alex bereits Kohl gegessen hatte, dann trat er Frau Kramer. Alex! Alex, wach auf! Sie sind gefeuert! Was? Vielleicht stimmte sie viel und oft erzählte urbane Legende ja gar nicht. Und wir haben das Ganze nur erfunden, um den Pharao zu töten. Die rote Rose gilt als das Symbol für Perfektion. Die weiße Rose dagegen verkörpert Detlefbote. Doch es gibt eine Rosenart, die für Unheil und Verderben steht. Die schwarze Rose. Ich mach mir die Rose. Wichtig für unsere Geschichte? Nostradamus hat einen zweiten Anus. Geh bitte in den Keller, dort erwartet dich ein Keller. Diese Geschichte hat sich tatsächlich zugetragen. Doch hat sie auch einen wahren Kern? Bleiben Sie dran. Rund dreimal schlägt das Herz im Laufe eines Menschenlebens und pumpt dabei etwa 250 Millionen Körper durch unser Blut. Und nun wollen wir sehen, welche der heutigen Geschichten wir erfunden haben. Und welche wir erfunden haben. Ich bin mir sicher, dass niemand von uns wissen möchte, ob diese Geschichte wahr oder falsch ist. Denn eins haben sie alle gemeinsam. Sie sind alle Scheiße. Ihr Jonathan Frakes. Friendship never